Guten Morgen, meine Lieben. Ich habe gerade einmal geschaut, was ich alles gemacht habe. Ich habe euch noch gar nicht erklärt, was sich eigentlich hier hinter mir befindet. Deswegen will ich das mal machen. Und wir müssen hier mal hoch machen. Wenn man schon den Blick aufs Wasser hat, dann muss man ihn auch nutzen. Wir haben nichts umgestellt. Hier stand vorher der Grill. Und da ich ein bisschen das Büro umräumen werde, beziehungsweise das Homeoffice komplett neu designt wird, habe ich auch den Blick hier ein bisschen geändert. Weil jetzt sitze ich nämlich daneben und das finde ich viel schöner. Aber das wird eine Becoming CEO-Serie. So, setzen wir uns mal hin. Denn mit dem dicken Bauch, der wirklich, das ist der Stuhl im Weg, aber seht ihr das? Der wird richtig, richtig monströs. Einen extremen Wachstumsschub gemacht. Und wenn man dann so einen Bauch plötzlich hat, dann muss man wirklich sich ab und zu auch hinsetzen. So, und ich muss ehrlich gesagt sagen, ja, das ist eine sehr hochwertige Kamera, aber irgendwie sagt mir gerne eure Meinung dazu. Ich habe das Gefühl, manchmal ist so ein Schleier drauf. Also ich glaube, ich habe die Einstellung nicht richtig gemacht. Muss mich definitiv noch dran gewöhnen. Also ich habe hier aufgeschrieben, ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Jetzt muss ich doch wieder den Bildschirm rauspacken, sehe ich nicht, was ihr sehen könnt. Ich habe irgendwie noch ganz viel Freizeit, um diverse Dinge zu machen. Aber auf der anderen Seite dachte ich eben auch, ja, oh Mann, es dauert einfach noch so lange, bis der Kleine auf die Welt kommt. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, das sind jetzt 1, 2, 3, 4 Monate gewesen. Das ist jetzt nicht so viel Zeit. Ich habe allerdings auch bis zur 0. Woche durchgeplant, also genau die Woche, in der er eigentlich auf die Welt kommen soll. Und ich glaube nicht, dass ich da noch irgendwelche Videos machen kann. Aber mal gucken. Das heißt, ich habe hier, das ist aber nicht, wenn ihr schwanger seid, das könnt ihr generell einfach machen, dass ihr euer Quartal durchplant. Ich habe hier die Monate drüber gemacht. Das sind diese Post-its, die könnt ihr euch auch mal verlinken oder habe ich euch im Favoritenvideo schon letzten Monat gezeigt, die so statisch sind. Ihr müsst aufpassen, wenn Mina die zerknüllt, wie das hier unten, das sind die, mit denen sie spielen darf, weil die Sachen habe ich erledigt, dann kann man die nicht mehr überall festmachen, aber ansonsten kann man die auch an ein Fenster machen oder an den Kühlschrank oder eben hier an die Wand oder auch an den PC. Da ist überall, da ist kein Kleber hinter, also es ist einfach nur so eine statische Geschichte und deswegen halten die. So, das heißt, das habe ich mir so ein bisschen dargestellt. Sieht aus wie ein Kalender, aber der ist halt durch diese Post-its einfach neu entstanden. Und hier sind die unterschiedlichen Wochen, also immer die 4 Wochen in dem Monat. Ich habe auch draufgeschrieben, hier zum Beispiel, das ist die Woche 1, 7. bis 13.10. Es sind noch 16 Wochen, bis der Kleine kommt. Und dann die Themen, die ich in der Woche alle machen möchte, aufgeschrieben. Alles geschafft, bis auf die Challenge, oder das soll euch eine Live-Sache sein, die habe ich mich jetzt entschieden, dass ich die einfach in der nächsten Woche auch live mache. Und hier sind noch Videothemen, die mir einfallen, aber auf dieses rote Post-it werden auch Sachen kommen, die mir generell noch einfallen werden. Also nicht nur, welche Videos ich drehen möchte, sondern auch wichtige Termine, die ich zum Beispiel habe oder andere Sachen, die dazwischen kommen, die nicht so im To-Do-Stil sind. Und eigentlich mache ich das nicht irgendwie so in der Übersicht, sondern das mache ich meistens in meinem Projektmanagement-Tool oder im Planner. Aber einfach um zu sehen, wie viel Zeit es jetzt ist und wie schnell noch die Zeit vorbei ist, habe ich mir das jetzt ehrlich gesagt mal so aufgeschrieben. Das heißt, in dieser Woche geht es darum, dass ich, also letzte Woche habe ich den Launch vorbereitet vom Mambos Club. Diese Woche möchte ich noch Module filmen für den Mambos Club. Das ist ehrlich gesagt noch eins, dann ist der Erfolgsweg fertig und dann gibt es hier eher so Coaching-Module. Und ich möchte den Planner-Kurs filmen. Es wird nämlich zu dem Mipreneur-Planner einen Kurs geben. Den kann man auch ohne den Planner erwerben, aber wenn man den Planner erwirbt, kriegt man den Kurs gratis dazu. Also sonst ist der Kurs ein wenig teurer als der Planner, aber das verrate ich jetzt nur hier unter uns. Der Planner-Kurs heißt Miplan, also Miplanner-Kurs, Miplan von Mipreneur. Und ist aber nicht irgendwie für jemanden, der jetzt ein Business gründen möchte, ist für jeden, sondern es wird einfach nur erklärt mit Tipps, wie ich plane, wie ich planen würde, was auch sinnvoll ist, um zu planen und was man machen kann. Geht nicht nur rein um das Planen, geht eher darum, auch wie man das auch durchhält, was man sich vornimmt und ob es das Richtige ist. Das wird wirklich ein Kurs und der wird Plan to Focus heißen, also diese Edition. Und die kriegt man kostenlos zu dem Planner-Kurs dazu. Der einzige Unterschied ist, wenn man den Planner dazu bucht, kriegt man auch Tipps, wie man mit diesem Planner wirklich plant. Das kann man wahrscheinlich sonst nicht wirklich nutzen. Aber das wird diese Woche gemacht werden. Und dann wird der Mambos Club launchen die Woche, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich möchte die Challenge halten und das war's eigentlich. HubSpot ist noch mein Tool, was ich nutze für
meine Webseite, die wird noch neu gemacht. Und dann ist ein Schwangerschaftsupdate fällig und es wird aber noch ein, zwei andere Videothemen geben, die ich noch diese Woche mit auf dem Schirm haben möchte für euch. Zum Beispiel, ich schreibe es jetzt nochmal auf, wird es Becoming CEO neue Themen geben, die habe ich mir gerade überlegt. Es wird noch von der Capsule Wardrobe meine eigene werden, also neue Episode. Ich glaube, das ist die zweite. Und ich glaube, es gibt die Favoriten zweites Trimester. Und es gibt eventuell schon die Babyausstattung. Da fehlt, wie gesagt, immer noch was. Das wären mehrere Videos. So, das mache ich jetzt hier drauf. Das hier ist alles fertig. Deswegen packe ich das jetzt auch runter. Und ich sehen kann, dass die Zeit hier rennt. Und wahrscheinlich werde ich das aber alles rüberhängen. An die Wand dort. Oder ans Fenster. Weil hier wird in den nächsten Tagen was ganz anderes passieren. Und das kriegt ihr dann mit, wenn es soweit ist. So, jetzt wird ein bisschen gefilmt und gearbeitet. Und dann hören wir uns wieder. Ich brauche die andere Kamera, denn ich fange mit dem Schwangerschaftsupdate an. Das ist nämlich fällig. Schwangerschaftsupdate für euch ist gedreht. Ihr müsst mir wirklich mal sagen, was ihr mit der Kamera hier denkt. Irgendwie, ich weiß nicht, wie sieht es einfach auch mal auf dem Bildschirm so blöde aus, aber irgendwie das Gefühl, die andere ist einfach besser. Das ist schade. So, ich habe jetzt hier einen Ordner. Das ist eigentlich nur eine Mappe von Mipreneur, die wir auch für die Kunden rausschicken, wenn zum Beispiel die Rechnungen drin sind oder sonst was. Nur ich nehme die auch in verschiedene Sachen. Hier zum Beispiel steht To-Do drauf. Und hier habe ich mir alles aufgeschrieben, was ich... Beziehungsweise aufgeschrieben ist falsch. Und hier liegen einfach Sachen teilweise auch drin, die ich einfach noch machen muss. Zum Beispiel, hier hatte ich noch auch auf dem Mipreneur-Blog. Da haben wir jetzt bei Mipreneur für die Herbstkollektion zum Beispiel hier mit dem Gründest. Da hatte ich noch To-Dos aufgeschrieben, die ich eventuell nehmen konnte für... Die Webseite, die sind fertig. Ich bin immer jemand, der, wenn er Notizen nicht mehr braucht, die immer einmal durchreißt. Keine Ahnung, vielleicht auch damit ich weiß, welche in den Müll gehören und welche nicht. Das kann weg, das sind unsere Firmenstempel, sehe ich gerade. Ich weiß gar nicht, warum die hier sind. Also Stempel nicht, sondern das, was man hinten auf die Post drauf machen kann. Ich muss mal kurz dran gehen. Ja, Mikos. Auch nicht schlecht, wenn man eine Software angefragt hat. Und 5 Monate später der Salesman dafür anruft. Das ist dann ein bisschen spät. Da haben wir uns schon für ein anderes Tool entschieden. Wo war ich? Genau, das sind die Firmensachen. Die, wenn ich jetzt zum Beispiel Post rausschicke oder so, packe ich das hinten drauf. Das brauche ich nicht. Das hier zum Beispiel ist eine Papierauswahl für den Planner. Das ist unser finales Papier, für das wir uns entschieden haben. Das Schöne ist bei dem Papier, also der Planner wird größer als der hier. Das wird ja dieses so. Dieses Format werden, jetzt seht ihr den Unterschied, und es wird weißes Papier, nicht dieses gelbliche werden. Aber das Papier ist so schön, das fühlt sich an, total glatt. Ihr habt das Gefühl, darauf kann man nicht schreiben, aber es ist optimiert für alle Schreibgeräte. Man kann wirklich super drauf schreiben, aber ich finde es so krass, wenn man das so anfasst, denkt man sich, gut, das ist aber kein Schreibpapier, es ist echt angenehm. Also ich habe keine Mühen gescheut, um euch bestmögliche Qualität zu liefern. Genau, das liegt hier noch drin, weil ich einfach noch das irgendwie als Erinnerung haben möchte. Ich bin noch überlegen, ob ich so einen kleinen Kalender für euch mit reinpacke, wie so eine Art Lesezeichen. Der gefällt mir aber nicht so richtig vom Design her, muss ich sagen. Ist nicht so hochwertig. Deswegen bin ich da noch nicht sicher. Das lohnt sich dann auch wieder, ehrlich gesagt, für den Aufpreis, nicht für euch. Und ja, das hier ist ein Bild von dem, was ich mir überlegt habe für die Büroausstattung. Das wird in der Becoming CEO-Serie kommen. Hier habe ich Website-Texte. Und ich bin tatsächlich jemand, auch wenn ich digital arbeite, wenn ich so Texte korrigieren soll. Was ist da zu sehen? Ach, das ist das S. Ich dachte gerade, hier hängt irgendwas im Bild drin, oder? Aber es ist das S. Möchte ich das immer noch mal so korrigiert haben, dann lege ich das manchmal auch mal im Team noch hin und sage dann hier, bitte einmal kritisieren, durchkorrigieren. Und das muss ich nochmal schauen. Manchmal schreibe ich mehrere Texte runter und die werden dann einfach irgendwo reingeschrieben. Also mit der Webseite bin ich noch ein bisschen überlegen. So, und dann haben wir, das war eventuell noch so ein Teil, was man an dem Planer oben drauf machen kann, also wie so ein Banner, dass wenn ihr den kauft, ich habe mich aber gegen entschieden, weil den tut man sowieso sofort weg,
Wenn ihr den kauft, kann man das hier vorne so drum machen. Und dann habt ihr hier noch euren Einband drum. Dann habt ihr das so ein bisschen vollständig. Aber ich habe mich, wie gesagt, dagegen entschieden. Aber der liegt hier noch. Das heißt, das kann aber auch weg. Aber die Letzertexte, da muss ich mich heute drum kümmern. Hier habe ich ein bisschen den Überblick von den Menüs auf der Seite. Das ist aber auch so gut es geht fertig. Hier habe ich eine Übersicht von Kosten für die Buchhaltung, die ich noch nachreichen muss. Habe ich aber auch schon gemacht. Das heißt, lasst mich überlegen, das kann alles weg. Digitale Unternehmensberatung und Brandingagentur. Unser neuer Slogan. Ich habe auch schon hier hinten für Mipreneur neue Sachen bestellt. Und das ist das, worum es eigentlich geht. Das ist jetzt auf extrem großer Größe ausgedruckt meine Monatsübersicht, die in den Planner kommen soll. Und das habe ich auch schon erledigt. Damit spielt Mina aber immer, von daher, wenn das noch kleben sollte, wenn man das zu sehr zerkruschelt, dann geht das nicht mehr. Dann lasse ich das hier noch hängen für sie. Und dann werde ich mich jetzt hier mal drum kümmern, weil hier ist nämlich auch die Videoplanung drauf und ich schneide ja gerade die Videos für euch. Ich habe das Schwangerschaftsupdate jetzt geschnitten. Ich musste leider das Erstausstattungsvideo wieder nach hinten planen, obwohl ich es hier drin hatte für Mittwoch. Aber ich muss es nach hinten planen, weil die Sachen werden vielleicht noch nicht drin, noch nicht da sein. Mal schauen, wird wahrscheinlich erst nächste Woche Mittwoch rauskommen. Und wir haben Schwangerschaftsupdate und ein, wann habt ihr es gesehen? Ihr müsstet das gestern bekommen haben. Ja. Oder? Gestern für euch die Eröffnung, das Öffnungsvideo vom Mom Boss Club. Bin sehr gespannt. Also es ist kein Eröffnungsvideo vom Mom Boss Club, das ist eigentlich nur ein Video rund um das Thema, weil ihr habt mich gefragt, was sich verändert hat, seitdem ich Mutter bin. Und da habe ich darüber gesprochen und das ist dann gleichzeitig auch das Intro für die Trainingsserie für Mom Boss. Also unbedingt anmelden, wenn ihr wissen wollt, was meine drei Säulen sind, bei denen ich das Gefühl habe, das braucht mein Leben oder hat mein Leben wirklich gebraucht, um das zu erreichen, was ich erreichen möchte. Trotz diverser Schwierigkeiten, die heute immer noch passieren. Also je mehr Aufmerksamkeit man auf sich zieht, desto mehr Leute gönnen es einem natürlich auch nicht. Und je mehr man anderen eigentlich helfen kann, desto mehr nutzen es auch aus. Also natürlich auch so. Desto mehr wollen plötzlich ganz viel von einem. Aber darum geht es gar nicht. Es geht einfach nur um die drei Säulen generell, die ich wichtig finde. Und das sind ganz andere Dinge, als ihr denkt. Was hat überhaupt nichts mit Business zu tun. Und danach kommen die 5, 6 Schritte. Also jedenfalls der Erfolgsweg im Members Club. Aber auch nicht, damit ihr im Members Club, im Mom Boss Club. Auch nicht, damit ihr jetzt, natürlich könnt ihr gerne im Mom Boss Club kommen. Ich würde mich tierisch freuen. Aber es geht nur darum, dass ihr einfach die Schritte des Erfolgsweges seht und vielleicht auch was für euch rausziehen kann. Und das letzte Video wird die Ich kann und ich werde Challenge, beziehungsweise einfach nur das Ich kann und ich werde Training, was ihr tun könnt, damit ihr eure Ziele wirklich erreicht. Und ich werde das aber hier filmen. Seht ihr das da hinten? Ich meine nicht das Mega-Mikro, sondern ich meine hier hinten mein digitales Flipchart, weil ich will euch ganz viel dazu zeigen. Ich bin noch überlegen, ob ich wirklich eine Präsi mache oder ob ich einfach das handschriftlich mache. Mittlerweile möchte ich wieder mehr Zeit. Ich traue mich manchmal nicht bei den Trainings immer, mich an das Board zu stellen, weil man natürlich den Bauch sieht und ich immer denke, vielleicht lenkt das die Leute ab, weil sie den ganzen auf den Bauch gucken, anstatt jetzt mir zuzuhören. Aber für diese Themen brauche ich das. Ja. Und genau, jetzt mache ich das Video noch fertig, lade das hoch. Dann habt ihr nämlich das aktuelle Schwangerschaftsupdate. Ihr habt ja wahrscheinlich schon gesehen, das ist dann für zwei, obwohl ich weiß nicht, wann ich das Video hochlade, keine Ahnung. Ja, je nachdem, wie spannend der Vlog heute wird, aber es ist für 2 Wochen, weil dann bin ich auf dem aktuellsten Stand, also ihr seid auf dem aktuellsten Stand, 24., 25. Und dann möchte ich den Becoming CEO Part mit der Homeoffice Renovation drehen. Wenn man am Schreibtisch sitzt und gerade den Bauch ausgepackt hat, ihr könnt es hoffentlich nicht sehen, um einfach zwischendrin mal eincremen zu müssen. Der juckt aktuell so viel, weil er so stark wächst. Eieiei.
Ja, ich muss noch die letzten Lampen raussuchen. Ihr werdet alles sehen, was zum Becoming CEO Home Office und Branding Edition gehört. Das werdet ihr alles in dem nächsten Video dazu sehen. Aber ich habe alles so gut es geht schon bestellt. Ich bin noch überlegen, ob ich wirklich tatsächlich einen Selfie-Spiegel brauche. Wenn ihr möchtet, dass ich einen Selfie-Spiegel habe, damit ich euch mehr Outfit-Fotos zeigen kann und auch ehrlich gesagt mehr Outfit-Videos, weil dann kann ich ja auch meine Outfits filmen, dann schreibt es in die Kommentare. Das ist dann wirklich nur für YouTube und Insta, weil das ist nichts in meinem Business. Da brauche ich nur den Hintergrund für die Brand. Aber Lampen bin ich gerade am Überlegen. Ja, ich habe tatsächlich noch keine Lampen in meiner Wohnung an sich. Aber der Studiolampen, die müssen natürlich da sein. Ne? Also alles, was in Sachen Deko geht. Ist ja auch wichtig. Das ist fürs Business. Ja, das muss ich noch aussuchen.